Ja, die Radiomusiken. Ein ganz spezielles Projekt, gerade mit einer neuen CD auf den Markt gekommen, der Volume 2. Radiomusiken, Volume 1 ist schon ein paar Jahre her, dass die erschienen ist, mit Leben in dieser Zeit. Die Radiomusiken, ein Projekt, das mir eigentlich in den Schoß gefallen ist. Deswegen in den Schoß gefallen, weil ich darüber nachgedacht habe, wie soll ich eigentlich Konzepte aufbauen, die für die Staatsoperette Dresden gut geeignet sind. Was passt zu uns? Und da kommt der Dr. Steffen Lieberwirth damals in ein Konzert unseres Orchesters. Und wir spielen da einen Satz aus einer tänzerischen Suite von Eduard Künnecke. Das ist eine Radiomusik, ein Stück, das für das Radio komponiert worden ist, wo der Kompositionsauftrag vom Berliner Sender kam für dieses Stück. Und ich spielte damals diesen einen Satz und der Dr. Lieberwirth sprach mich dann an und sagte, mich interessiert das Stück, das finde ich toll, wollen wir denn nicht da weitermachen? Dann haben wir diesen Satz aufgenommen für den MDR, für eine Radiosendung. Und dann kam der Auftrag, einfach alle 5 Sätze aufzunehmen. Und damit war das Projekt Radiomusiken geboren, denn dann sind wir auf viele weitere Stücke gestoßen, die gleichen Voraussetzungen hatten. Der Rundfunk war Initiator, die Komponisten, die etablierten Komponisten der Zeit wurden angefragt, könnt ihr denn nicht Musik schreiben, die fürs Radio gut geeignet ist? Und da waren alle beteiligt, alle wichtigen Leute. Franz Schräker war dabei, Ernst Toch war dabei, Ernst Krenek war dabei. Also viele, viele große Namen des beginnenden 20. Jahrhunderts haben sich Gedanken darüber gemacht, wie soll eine Musik ausschauen, die im Radio erklingt und nicht im Konzert sein. Und da sind die verschiedensten Ergebnisse rausgekommen. Wie gesagt, diese tänzerische Suite, wo ich mich heute noch frage, wie das ging, 1929 so ein Riesenstück in ein Mikrofon reinzuspielen. Also ich denke mir, da hat der Eduard Künnecke vielleicht sich ein bisschen wenig Gedanken über die Technologie gemacht, die da war. Aber ein anderes Stück, wie zum Beispiel Schrägers Divertimento für Radio, da gibt es Sätze drinnen, wo nur 2 Instrumente spielen. Zum Beispiel der 3. Satz des Stückes ist ein Satz, wo nur Englischhorn und Fagott spielt. Das ist natürlich vor den technologischen Hintergründen dann schon besser gegangen im Radio. Und das hat man ja dann auch in den Quellen lesen können, dass die Werke verschieden gut funktioniert haben. Manche Komponisten haben sich dann überlegt, was klingt gut im Radio? Ich lasse zum Beispiel die Kontrabässe weg, weil die hört man nicht. Ich lasse das Horn großteils weg, weil das hört man auch nicht gescheit, aber dafür nehme ich ein Sousaphon, da kriege ich die Bässe dann ein bisschen besser über das Mikrofon rüber. Das hat zum Beispiel dann Max Butin gemacht. Also der hat so richtig schon Rücksicht darauf genommen, dass ein Mikrofon oder die Technologie damals nicht jedes Instrument gleich gut übertragen konnte. Und dann habe ich mich da hinein vertieft und bin über die Musik natürlich drauf gekommen, es sind nicht nur einfach Stücke, sondern es ist ein Genre, das es da gab. Radiomusiken, manche sagen, es klingt ein bisschen sperrig als Projektname, aber Radiomusiken sind ein Genre, ein spezielles Genre, spezielle Musiken, die für ein spezielles Medium komponiert worden sind. Und dann habe ich mich entschlossen, da noch ein bisschen genauer nachzuschauen, nämlich auch auf wissenschaftlicher Grundlage mich damit zu beschäftigen, nicht nur um mehr Hintergründe zu wissen, sondern auch weil ich den Geist der Zeit mehr erfassen wollte. Und der Geist der Zeit ist der Inspirator für die Interpretation der Musik. Und darum ging es mir natürlich sehr stark. Ich wollte nicht, dass der Ernst Theiss entscheidet, wie diese Musik geht, sondern dass ich aus dem Geist der Zeit, den ich mich aufgenommen habe über meine Beschäftigung mit den 20er Jahren, dass dieser Geist der Zeit sozusagen mein Inspirator wird für die Interpretationen der Stücke, die ich vorstellen kann in diesem Projekt. Und das macht natürlich erstens einmal einen Riesenspaß und das macht natürlich auch eine große Bereicherung für mich als Künstler aus. Das muss ich auch sagen. Und dass mir der MDR da Grundlagen gelegt hat, die man sich nur wünschen kann, tolle Aufnahmeräume angemietet hat, mit Ü-Wagen angekommen ist zur Staatsoperette Dresden, das sind natürlich Privilegien, die kann sich einer nur wünschen und da bin ich auch dankbar dafür und dass Leute das Projekt heute wirklich schätzen, so wie es ist, wie es jetzt auch über die Tonträger sich darstellt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir einfach durch den Sender Mitteldeutschen Rundfunk hier wahnsinnig tolle Grundlagen bekommen haben. Und das Schöne ist jetzt, dass ich einfach auch die Möglichkeit habe,
diese Vorarbeiten schon woanders hinzutragen. Dass mich andere Sender anfragen und sagen, komm doch, mach mal was mit uns. Ich werde nächstes Jahr mit dem RSO Wien ein Radiomusikkonzert im Konzerthaus geben. Andere Sender haben sich auch schon interessiert. Das finde ich toll, dass die Fachwelt es wahrnimmt. Und am Ende des Tages war es dann für die Staatsoperette Dresden, wo ich ja 10 Jahre als Chefdirigent gewirkt habe, eines der Profilierungsprojekte, wo man sagen konnte, diese ganze Bandbreite von den ganz unterhaltenden Elementen der Musik bis zu richtig anspruchsvollen Sachen, Pavel Haas Radio-Ouvertüre sei erwähnt, das ist eine musikalische Sprache, die würde man jetzt vielleicht an der Staatsoperette Dresden nicht erwarten. Aber es ist trotzdem die ganze Bandbreite, die dieses Haus abdecken kann. Und deswegen war es aus meiner Sicht auch so richtig, es für das Haus zu tun. Ich habe es nicht in erster Linie für mich gemacht, schon auch für mich. Es hat mich bereichert, bereichert mich noch immer. Aber es war mir auch ganz wichtig, dass wir Projekte aufbauen, wo das Haus gesehen wird, damit wir uns eine Zukunft aufbauen können. Und ich denke, so dieser ganze Ballon, dieser ganze Bereich, das sind für mich persönlich die Radiomusiken.